3, 2, 1. Soll ich schon anfangen? Ich bin mental eigentlich noch nicht so weit, aber egal, wir machen. Geht immer. Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freunde, vor euch steht der konstanteste Gold-Einspieler der Welt. Ich sag's euch so, wie es ist. Mal wieder an Elite vorbeigeslidet. Was soll ich tun? Ich habe Vollgas gegeben. Letzte Woche haben wir Sancho gezogen. Heute ziehen wir Krisch. Ich habe dieses Trikot nicht umsonst angezogen, eSports. Könnt ihr mal bitte so über Gamer Brother machen? Digga, wenn Gamer Brother heute nochmal einen dritten Cristiano zieht, dann mache ich wirklich PlayStation aus. Lasst gerne auf die Folge einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir 6666. Böse Zahlen. Und falls du neu bist, kannst du gerne kostenlos abonnieren. Ich würde sagen, Leute, wir starten rein. Ihr werdet jetzt erstmal meine Rewards sehen und danach seht ihr meine Player Picks aus dem Stream. Und vertraut mir, Leute, da hat es so reingeknallt. Das war heftig. Selten sowas gesehen bei Player Picks Realtalk, Mann. Und wir schauen mal kurz runter ins Team. Das haben wir on stream zusammengebaut. Damit werde ich in die WL gehen. Wir werden übrigens dann morgen, am Freitag, um 10 Uhr morgens zusammen die Weekly League streamen auf Twitch. Ja, wer das verpasst hat, da kann man gerne vorbeischauen. Ja, mit Theo, Insigne, Mertens haben wir schon sehr, sehr gute Serie A-Spieler. Natürlich, wenn wir jetzt Krisch ziehen, da sieht es alles ganz anders aus. Irgendwie haben wir es noch geschafft, Sancho einzubauen. Nein, Golan extra gemacht, die SBC. Und im Tor haben wir uns erstmal für die Legende Buffon entschieden. Wenn er schlecht wird, weiß ich, ich tausche ihn dann aus mit Schmeichel. Ihr könnt mir gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. In-game spielt Mbabu natürlich Innenverteidiger, Cuadrado Rechtsverteidiger. Es ist ein heftiges Team, Mann. Und wie ich choke wieder. Und lieber Mertens. Vorne im Sturm da. Bitte kommst du in Rot, Insigne in Rot oder Cuadrado. Einer von den dreien wäre absolut Liebe. Das also dazu. Wir fangen an mit den Weekend League Awards Gold 1. So, und wie immer geht es bei uns erstmal los mit Player Picks. Nicht irgendwie Rambazamba, sondern direkt rein starten. Dieser Cousin spielt nächstes Jahr Champions League. Ibra, komm schon. Du hast mir, glaube ich, Sancho gezogen. Du ziehst mir jetzt den guten alten Nein, aber Cuadrado. Dankeschön, Meister. Den wollte ich im Team haben. Ihr habt gesehen, der spielt mit meiner IV, also Rechtsverteidiger dann. Slatane, Dankeschön. Super. Ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Der Paul ist auch nicht schlecht, Romero. Aber nehmen wir doch Cuadrado, dann haben wir doch schon mal einen für Team. Sehr, sehr schmackhaft und knackhaft. Komm schon, jetzt ein Napoli-Spieler. Bitte. 3, 2, 1. Es wäre Napoli. Bitte, 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 bitte. Komm, komm, komm. Okay, also das ist schon jetzt sehr scheiße. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so scheiße werden kann. Ah, wir gehen mit Rating-Chat. Ich werde keinen von den Schwabschikotten spielen. Egal. Cuadrado, kann man mit leben. Das Gute ist, wir haben noch 100 Capex, hier noch ein bisschen was zu ziehen. Ladies and Gentlemen, jetzt wird alles nur noch geschnitten. Ihr seht die Highlights aus diesen Packs. Wir gehen rein. Da sind ein paar Schmankerl dabei. Idemo. Komm, Forza Juventus. Forza. Kurz fix. Hero, warte mal. Argentinischer Hero, Stürmer. Und es wird der Mann. Moment, Boye. Komm, jetzt ballern wir die 4 Megapacks durch. Es geht los mit Megapack Nummer 1 und nicht Nummer 2. Ich komme mit 100 Jugos. Ach, eSports, Digga, ihr seid. Und wir ziehen Handanovic. Ja, Serie A-Tots. Passt. Ist immerhin blau, weiß ich lieber. Danke, eSports. Jetzt sind wir bei den Schmankerl angekommen. Selten ein Megapack. Jetzt muss man reinschauen. Hey, Jungs, Mädels, ich will ein Team of the Season ziehen, okay? Ein Team. Was ist das? Das ist keine Icon, oder? Brasilien? ZDM? Ach, das ist Casemiro. Man, thank you very much, yes, boss. Oh, man. Ist dahinter noch ein bisschen was? Nein, nur Jabab-Tiköpfe. Immer wieder mit der Nase gegen die Wand gelaufen. Okay, warte mal. Was ist das jetzt? Deutschland? Ich habe immer die Hoffnung, dass es ein Icon wird. Ja. Ich schaue so bei Gamer Brother am Stream so. Icon, Icon, Icon. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Leute, ich lasse mich nicht lumpen. Wir ziehen so ein paar davon. 100 K-Packs, 6 Stück, jeder mal. Wenn jetzt kein Team of the Season kommt, dann ist die FIFA-Karriere ab sofort beendet. Erstes Pack, direkt ein Hero, das wird Suarez, oder? Muss. Ach, Kanada, wer ist das? Okay, ja, immerhin. Ja, und dahinter noch ein Henderson, schmeckt doch. Komm, Ragazzi. Ragazzi, wir haben noch ein bisschen was vor. Das ist schon wieder nichts. Das ist schon wieder nichts. Das ist ja Workout, aber. Deutschland, ZOM, Stindl. Der Stindl eben vom 85er. Ja, schade, dass er nicht bei DM ist. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Digga, wieso dieselbe Farbe, Mann? Achso, Portugal, ja. Wieso nicht dunkelblau und dann Portugal? Leute, jetzt gehen wir rüber zu meinen Player Picks. Vertraut mir, es wird jetzt komplett wild zu. Kein Vergleich zu den Rewards. Wir gehen rein. De Vrier ist direkt mal reingeslidet, Ragazzi. Das nehme ich doch gerne mit hier. So zu viel angefangen aufzunehmen, man kennt ihn. Leute, De Vrier als erster Tots der Serie A für mich. Ganz ehrlich, einen geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Schaut gut aus. Ja? Stats sind gut.
83 Tempo. Wäre das ein Cousin Spinner gewesen, dann wäre das nicht so geil. Aber das passt. 2 für Schalke Sieg, okay? 2 für die Schalker. Junge, was ist denn da los? Ah, schade, Ragazzi. Diesmal nix. 10 für Ronaldo aka Gaucho. Okay, komm, Christian, Ronaldo. Komm, Baby. Ja, okay, wenigstens beim 84er. 7 für Krisch. 7 für Krisch. 4, 5, 6, 7. Alter, ich will ein Team auf der Season jetzt mal sehen. Oh, Bruder, ich hätte es mir gegönnt, ich hätte es ihm gegönnt, ich hätte uns gegönnt, Chat. Aber auf jeden Fall schon mal gut. Danke, Meister. Ja, noch eine, danach neue Wette. Jetzt habe ich Devry und Skriniar. Sehr gut. Nee, stimmt, wir haben jetzt schon neue Wette, ja. 11 für deinen Twitch-Wechsel, Timo. Super. Twitch-Wechsel ist wichtig und richtig, Cousin. Okay, Wette ist auf jeden Fall Win. Aber Berardi ist halt auch Schmutz, aber egal. Nehme ich mit. Oder ist der überhaupt Schmutz? Ich glaube schon. Er ist halt vom Rating Schmutz zumindest. Aber okay, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Richtung. Ja, wahrscheinlich richtige Richtung. 90er Ausdauer. Ja, Balance 81, okay. Ja, muss mal probieren. Sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Also, das muss ich mal so zählen. Okay, 7 für Ronaldo. Passt. 4, 5, 6, 7. Freiwild, der ist für dich. Der ist für dich, Freiwild. Oh, Baby. Wir haben den Paul gezogen, Chat. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Der Paul ist ein schmackhafter, knackhafter, guter Mann. Ja, I got a feeling. Und Gianluigi Buffon. Aber ich dachte kurz, Krisch kommt. Jungs, wenn Krisch kommt, Feierabend. Dankeschön. Freiwild, ich küsse dein Herz. Das ist gut. Der sieht stabil aus. Safe Buffon, ja. Okay, Jungs, ich drehe jetzt einfach selber durch, okay? Jetzt müsst ihr keine Zahlen mehr nennen. Jetzt müsst ihr einfach mal kurz die Herzenspam eskalieren. Digga, wir ziehen Romero direkt. Ja, läuft doch, Digga. Was soll ich euch sagen? Freunde, das war erstes Pack von mir. Ja, ich dachte, ich darf nicht mal auf euch hören. Einfach selber öffnen. Romero gezogen. Das ist mein vierter Tots jetzt schon. Leute, wir sind auf jeden Fall im richtigen, wie sagt man so schön, Fahrwasser. 85er Tempo. Der ist sogar mal spielbar so von Insel her. Wenn man sich die Stats anschaut, oder? Chat, kann der was? Oh, scheiße, wir ziehen den doppelt. Ich dachte kurz, Kulusewski doppelt, aber wir haben den doppelt, die Kollegen. Scheiße, Malaka. Shit, wie viel Tots haben wir schon gezogen? Wir haben einfach den Paul, aber der ist halt Duplikat. Der muss ich in der SBC packen. Der geht zu Kaltenkirchen TS, weiß ich ja. Definitiv. Gibt schon Gespräche. Klasse. Oh, Baby, let's go, man. Wir ziehen Hernandez. Den wollte ich haben. Chat, den wollte ich, Malaki. Ich hab's gesagt. Bitte, yes, Boss, gib mir Hernandez. Und der kostet nicht viel. Chat, ab. Ich will's hören. Oh, Theo Hernandez. Er ist da, Chat. Er ist da. Der Cousin. Let's go. Und wette an die Belieber. Oh, ja, Mann. Das war mein Ziel. Weil wisst ihr, wo der spielen wird? Ich glaube, ihr wisst, wo. Welche Position. Geil. Hernandez, bitte nicht fettfingern, ja? Also bitte lauf mir nicht weg, Cousin. Lieber Theo, du bist eine Maschine. Du bist auch eine hübsche Frau, muss ich sagen. Also, du hast coole Tattoos. Du bist ein super Linksverteidiger. Du warst wahrscheinlich die meisten Scorer in den ganzen Linksverteidiger-Spielen jemals. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Er hat mit einer der besten Scorer-Punkte gesammelt. Das ist kein richtiges Deutsch, was ich gesagt habe. Er hat mit einer der meisten Scorer-Punkte gesammelt, so rum. Okay. Es gibt ja auch Tots-Spieler, die quasi noch nicht direkt... schau mal, ESports begrenzt es auf 15 Spieler, okay? Team of the Season. Bro, nur weil ESports im ersten Team ja nicht drin ist, kann er trotzdem noch als SBC kommen und ist trotzdem ein Team of the Season-Spieler. Wisst ihr, was ich meine, Chat? Und er so direkt voll aggressiv, what the joke, if you have something... Der ist so richtig wie sagt man? So, er handelt aus Emotionen so mäßig. So wie KS-Flug damals. Man kennt ihn. Wisst ihr, was ich meine? Eilige Scheiße, Mann. Der haut richtig raus. Weil leider habe ich schon gesehen, Chat. Ich schau doch auf mein Instagram. Wer hat auf dem Instagram... Oh, Baby. Was ist das, Mann? Wir haben Muriel, Digga. Back to back. Was ist da los? Chat, Theo Hernandez danach Muriel. Und der ist auch spielbar. Ich habe jetzt Cristiano gerochen. Ich sag's euch ehrlich. Okay. Jetzt wird's langsam ernst, Chat. Jetzt wird's... Also jetzt... Wir haben EA-Account. Das haben wir sowieso schon. Ich sag's ehrlich, Gamer Brother, muss ich zugeben, ein bisschen mehr EA-Account als ich. Aber diese 4 Picks hintereinander, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, also 4 aus 4. Romero, Buffon, Hernandez, Muriel. Ja, ist okay, also das da ist kein Krisch, aber ist halt... Ohne Spaß, wenn jetzt noch ein Tots kommt, es gibt eine Verlosung. Okay, Freunde? Ein Team of the Season. Okay, Kelini nehme ich auch dreimal. Passt, dankeschön. 2 Picks, ein Team of the Season. Ah, schau, okay, ja, Brozovic, super. Das ist hier quasi wie ein Tots. Ich mach gleich auch einen Tweet gegen... Halt dein Maul. Also nein. Ich bin Ariana Grande. Jungs, ich muss los. Ich bin... Jungs, das war's. Also da muss ich jetzt dringend los. Das, Leute, ich fühle es mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Chat, weil ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Ich weiß ganz genau, was ihr denkt, Chat. Das ist mittlerweile nicht mehr fühlenswert. Muss man sagen.